Hier ist jetzt die Elster angeflogen vom gegenüberliegenden Haus zu dem Baum und sie kommt jetzt rechts unterhalb des Nestes. Jetzt ist sie links rüber gehüpft, unterhalb des Nestes kommt sie jetzt angehüpft. Und dann geht das, da ist sie jetzt links vom Nest, da unten. Jetzt ist sie links vom Nest in der Astgabel. Dort und jetzt ist sie, oh, jetzt ist sie mir entwischt, da ist sie. Und so, in so wenigen Sekunden geht das hier. Jetzt ist sie im Nest, während ich von hier aus ja nicht sehen kann, ob sie tatsächlich reingeht oder auf der anderen Seite hockt. Aber ich meine, sie geht da rein und kommt dann auch meist nach kurzer Zeit raus und fliegt sehr schnell ab. Das heißt, die Elstern hier zwei im Prinzip als Paar, die relativ selten beide zugleich da sind, halten sich in der Umgebung auf. Sie beobachten das Nest aus einem Abstand, nähern sich an. Dann kommen sie relativ flink zum Nesteingang und verschwinden ganz schnell und fliegen anschließend irgendwann auch ganz schnell ab. Mit anderen Worten, also diese Verbindung zwischen den Elstern und dem Nest wird sozusagen zeitlich auf allerkürzeste Dauer beschränkt und das macht für mich hier die Sache so unglaublich abwechslungsreich und spannend und für alle, die die Serie Ellie und Olster, Elster, Olli und Elster Ellie in der Kölner Südstadt täglich mit Spannung verfolgen, bis der neue Beitrag voll konvertiert und verschwommen in dem bewegten, unaufgelösten Baumblättern der Robinie kommen und dann auch wunderbar im Hintergrund hinter dem Nest das graue Haus, während natürlich mit dem hellen Haus man die Kontraste besser sehen könnte. Es ist ja ein idealer Film und auch meine Kommentare sind so unwahrscheinlich spannend und nun kommt er aber nicht raus. Es ist wieder dasselbe, was ich eben schon hatte. Bei 2 Minuten 44 ist das Elsterchen jetzt 2 Minuten da drin und es ist doch wirklich lieb. Was man sonst von einem Sozialwesen und Überlebenskunstwesen der Elstern weiß, ist es ja fast nur brutal. Die sind wirklich auf ihre Art für andere ziemlich bedrohlich, vor allen Dingen auch andere Vögel. Aber hier scheinen sie irgendwie so ganz ihre goethische Ordnung zu haben. Ja, also das war's dann mal hier. Es wird kein Zugabenteil kommen. Damit schönen Dank für den Aufruf. Lichtgeschwindigkeit am 4. Juni, Dienstagnachmittag. Und die Sonne schweint.